Willkommen in der schönen Schweiz. Ich bin Isabel Sulgerbühl und ich bin Schauspielerin. Zum Schauspiel gekommen bin ich, als ich 5 Jahre alt war. Da war ich im Akrobatikunterricht und habe in der jährlichen Produktion von diesem Kinder- und Jugendtheater mitgespielt. Ich war ein Wassertropfen. Wie es zu meiner Karriere kam, ich habe seit ich 5 war immer Theater gespielt, jedes Jahr sicherlich 1 bis 2 Produktionen, habe dann mit 21 die Schauspielschule besucht und seither spiele ich einfach regelmäßig in Produktionen mit, in der Schweiz hauptsächlich. Was ich unter gutem Schauspiel verstehe. Unter gutem Schauspiel verstehe ich, dass ein Schauspieler die Aspekte aus sich selbst herausarbeitet, die er für seine gegenwärtige Rolle braucht und dadurch seine Rolle so authentisch wie möglich spielt. Johnny Depp hat das sehr schön gesagt. Er hat gesagt, wenn man als Schauspieler nichts von sich selbst in eine Rolle packt, dann lügt man. Der Meinung bin ich auch. Mein Lieblingsfilm heißt Moonrise Kingdom von Wes Anderson und ich mag diesen Film so besonders, weil er sehr coole Charaktere hat, die sind sehr gut ausgearbeitet, das ist eine Spezialität von Wes Anderson. Das Filmbild ist wunderschön, also er hat wirklich sehr coole Locations und die Geschichte handelt von einem Pfadfinder, der ausreist und seinem Pfadfinderleiter ganz viele Probleme bereitet und einem Mädchen, das bei seinem Eltern ausreist und seinen Eltern ganz viele Probleme bereitet. Deswegen und zusammen wollen sie abhauen und ein neues Leben anfangen. Und ich musste immer so sehr lachen wegen diesem Pfadfinderleiter, weil er hat mich so sehr an mich selbst erinnert, als ich Pfadfinderleiter war. Und ich musste so sehr lachen in diesem Kino, dass die Dame vor mir, die etwas seriös und ernst war und eine sehr kluge Geschäftsdame, nehme ich an, sich nach dem Film umgedreht hat und sagte, "Thank you for ruining my evening." Fand ich überhaupt nicht lustig, aber der Film war klasse. Meine Lieblingsschauspielerin ist Julianne Moore. Ich habe Julianne Moore für mich entdeckt, als ich Vanya 42nd Street gesehen habe. Das ist eine Adaption von Onkel Vanya, dem Theaterstück, als Film. Geschrieben von David Mamet übrigens. Und ich fand einfach ihre Authentizität in diesem Film hervorragend. Sie war sehr echt, sehr glaubwürdig, eine wunderschöne Emotionspalette, sehr vielfältig, aber ganz, ganz, ganz fein vielfältig. Also sehr, sehr, sehr schön. Und ich habe dann auch Still Alice gesehen von ihr und dasselbe. Und ich freue mich sehr auf ihren nächsten Film, Freeheld. Den werde ich bestimmt im Kino angucken gehen. Mein nächstes Projekt ist ein Kindermärchen in Zürich. Da bin ich sehr, sehr aufgeregt. Ich spiele das Prinzessli Orbigstern. Da freue ich mich unendlich drauf, weil ich einfach diese Prinzessin so cool finde. Die hat nämlich ziemlich Pfeffer hinter den Ohren. Und ich werde auch singen. Und ich freue mich sehr, dass wir singen und eine CD aufnehmen. Und das Ganze ist aufregend. Mehr über mich erfahren könnt ihr auf www.isabelsulgerbuehl.com und auf www.activeforacting.com. Das ist nämlich mein Blog und da schreibe ich immer Erfahrungsberichte über meine Schauspielwelt.